Also, wie schon angekündigt, will ich mit euch über das Thema Ich und Social Media zwischen Inszenierung und Echtheit sprechen. Und ich weiß nicht, was so die Punkte sind, die ihr damit verbindet. Das Erste, was so in meinen Kopf kam, war so dieser Zeitaspekt. Ja, also am schlimmsten ist Gen Z. Ja, die verbringen so viel Zeit auf Instagram, ganz furchtbar. Aber ne, wie viel Zeit verbringen wir da drauf? Screentime von 10 Stunden aufwärts. Oder ein anderer klassischer Aspekt ist dieses Vergleichen. Andere Leute sind so viel hübscher als ich, so viel erfolgreicher, die sind, keine Ahnung, die rasieren ihr ganzes Leben. Und am Ende turns out, das waren alles nur bearbeitete Bilder und eigentlich arbeiten die ganz woanders und deren Beziehung läuft auch nicht so super. Oder dann ein bisschen die christliche Variante, womit füllst du deinen Verstand, womit füllst du deinen Geist? Was guckst du dir den ganzen Tag an, was dich einfach auf lange Sicht beeinflussen wird oder auch auf kurze? Und das sind alles extrem wichtige Themen. Safe, setzt euch damit auseinander, aber das ist nicht mein Thema heute. Ich bin ein bisschen nervöser, als ich dachte. Okay, so, ich glaube, jetzt besser. Also, meine Überlegung war, als Markus mich angerufen hat, ich saß gerade in meinem Zivilrechtskurs, also ne, ich studiere Jura, Examensvorbereitung, ich saß in meinem Zivilrechtskurs und ich sehe nur verpasster Anruf von Markus und ich schreibe meiner Freundin Anna, ich so, Anna, der hat angerufen, was will der von mir? In meinem Kopf, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es geht direkt so ab, oh, du hast irgendwas falsch gemacht. Als du damals im CT warst, bestimmt irgendwas schiefgelaufen, deswegen will er mit dir reden. Und dann habe ich ihn zurückgerufen und er hat mir erzählt, Fiona, das und das ist unsere Predigtreihe, kannst du dir vorstellen, über das Thema zu reden? Und ich war so, keine Ahnung, ich bete drüber, weil ich habe das direkt mit diesen Punkten verbunden, die ich euch eben gesagt habe. Dachte mir so, ja, weiß ich nicht, mir fällt bestimmt was ein und mir fällt bestimmt zu allem was ein, aber ob ich richtig was mitzugeben habe, keine Ahnung. Und dann war es so, dass Gott mich an die Worte eines Bekannten erinnert hat und er sagt immer, oder er postet das auch häufig in seinen Stories, Motivation matters. Also auf Deutsch, deine Motivation, deine Intention, die ist wichtig, die ist nicht egal. Und deswegen möchte ich heute mit euch darüber sprechen, warum postest du, was du postest? Warum guckst du dir an, was du dir anguckst? Und das ist eine Herausforderung, die Jesus mir selber gegeben hat, wirklich über deine Motivation oder eben in dem Fall meine Motivation, hinter meinen Posts nachzudenken. Und das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, da hatte ich das Erlebnis, dass ich in meiner Bibel gelesen habe und ich weiß nicht, wer von euch das kennt, so du liest diesen Vers jetzt das 30. Mal und das 31. Mal, du hast eine krasse Erkenntnis und du denkst dir so, boah, heftig, das wollte Gott allen damit sagen und das verändert mein komplettes Leben und ich sehe den Bezug da und da und dazu, also du denkst richtig, wow, jetzt hast du es verstanden. Und das hatte ich auch. Und ich habe dann so meine Instagram-Story vorbereitet, weil ich das hochladen wollte. Dann male ich da mal ein bisschen in Pink rum, weil das eine schöne Farbe ist. Und wollte das dann hochladen. Und dann war das wie, als würde Jesus in dem Moment zu mir sagen, Fiona, warum möchtest du das jetzt posten? Und vielleicht denkst du dir jetzt so, Digga, hat die gerade gesagt, Jesus redet zu ihr? So, was meint sie damit? Und auch da will ich einfach kurz sagen, was ich damit meine. Und zwar ist es manchmal so, dass wenn ich Bibel lese oder ich bin im Alltag unterwegs, ich bin im Lobpreis, was auch immer es ist, was ich mache, es ist so, manchmal kommt wie so ein Impuls in meinen Kopf und ich kann sagen, das ist jetzt nicht mein Gedankengang, der ist auf einmal wie eingepflanzt in meinen Verstand. Und das ist einfach eine Art und Weise, wie Jesus mit mir redet. Und vielleicht kennt es der ein oder andere auch von euch. Und so hat er eben mich gefragt, Fiona, warum postest du das jetzt? Und deswegen auch, Leute, ich habe keine Theologie studiert, ja, ich habe in meinem Leben noch nie gepredigt, dass hier Highlight mit euch. Aber was ich teilen kann, ist das, was Jesus zu mir gesprochen hat in meinem Leben. Und auch vorneweg, es geht gar nicht darum, dass ich Social Media bashen will. Ich bin selber viel auf Instagram, manchmal ein bisschen zu viel. TikTok lösche ich immer wieder, weil es nicht gut. Aber ne, also es geht nicht darum, grundsätzlich Social Media ist schlecht, sondern ja, wir wollen einfach auf einen anderen Aspekt. Und du kannst etwas posten und damit einen ganz bestimmten Zweck erfüllen. Zum Beispiel, das war von meiner Zeit vor Jesus, ja, ich bin heute transparent mit euch mit einigen Beispielen, das war ein Ding zwischen mir und meinen Freundinnen, so du hattest irgendeinen Kerl am Start und der hat sich nicht gemeldet, aber die war langweilig und du wolltest was machen, aber der Stolz war zu groß, um selber zu schreiben. Und dann wusste ich, oder das war bei meinen Freundinnen eben auch so, du postest dieses eine Bild auf Instagram und du weißt einfach und es funktioniert auch, er wird dir schreiben. So, das heißt, du manipulierst diesen Kerl in dem Fall dazu, dass er sich bei dir meldet. Das kann ein ganz bestimmter Zweck sein, mit dem du was hochlädst.
Aber du kannst natürlich auch ganz simpel und ehrlich in deinem Herzen denken, ey, das ist ein richtig nices Bild von mir, das will ich einfach teilen mit der Welt. Also das ist auch absolut legitim. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, okay, so, ich verstehe schon, Fiona, das ist logisch, dass man jetzt vielleicht niemanden manipulieren sollte irgendwohin. Oder vielleicht ist es auch der normale Umgang, dann komm gerne danach zu mir, lass uns drüber reden. Aber ich schätze mal, die meisten von euch checken, okay, das ist jetzt nicht so das krass Christlichste, was du machen kannst. Aber ich will jetzt euch noch mal ein paar Beispiele geben, wie das auch jetzt aussehen kann. Auch von mir selber, ja. Also, ich poste einen Bibelvers oder so schön der mitgefilmte Teil aus dem Lobpreis in meiner Story oder irgendwie sowas in die Richtung. Und eigentlich will ich dem Pastor, der mir seit neuestem folgt, zeigen, ich bin schon krass geistlich, ja, ich bin schon krass gesalbt. Oder auch der christlichen süßen Maus, die mir jetzt seit neulich folgt, der soll mal sehen, was für eine krasse Frau Gottes ich bin. Oder ich poste ein Selfie und es ist ein ganz normales Selfie, es ist nichts Wildes, aber eigentlich bin ich emotional gerade nicht so auf der Höhe und ich denke mir, also 2, 3 Komplimente wären schon nice jetzt. So, das sind so Output-Beispiele, ja, also was ich hochlade, meistens auf Instagram. Aber das natürlich, ne, ihr könnt alles jetzt mit allem ersetzen. Aber das geht auch Input-mäßig. Das heißt, ich weiß nicht, auch vielleicht kennt es der ein oder andere, ich habe mit einer Freundin vorher auch drüber telefoniert und ich erwische mich manchmal dabei, dass ich so scrolle von Meer-Video zu Ozean-Video zu Orca-Video. Ja, Orcas sind meine Lieblingstiere, das sind die besten Tiere auf dieser Welt. Und ich gucke mir die ganze Zeit Videos vom Ozean an und merke in dem Moment, ja, ich sitze in meinem, normalerweise, ich studiere Jura, ich arbeite in einer Kanzlei, da bleibt nicht mehr so viel Zeit übrig. Und ich bin so gelangweilt von meinem Leben und ich sehne mich nach Abwechslung, ich sehne mich danach auszubrechen, ich sehne mich, meine Wohnung zu kündigen, meinen Job zu kündigen, mein Studium zu schmeißen, meine Sachen zu packen und mich in den nächsten Flieger zu setzen. Aber stattdessen hänge ich dann auf Instagram und gucke mir Videos vom Ozean an und wie der Orca wieder irgendeine Robbe fetzt. So, das ist dann meine Alternative. Das sind tolle Tiere. Das heißt, fassen wir meine Herzensmotivation mal in dem Moment zusammen. Entweder möchte ich Menschen gefallen und ich möchte deren Anerkennung, entweder für mein krasses Bibelwissen oder auch für mein Aussehen. Einen Moment. Oder ich möchte die Freiheit, nach der ich mich in dem Moment sehne, diese Freiheitssehnsucht, das Abenteuer, wonach ich mich sehne, das versuche ich damit irgendwie zu stillen. Und es können bei dir komplett andere Sachen sein. Das muss nicht Instagram sein, das kann TikTok sein, das kann WhatsApp sein, das kann für die bisschen seriöseren unter euch, das kann LinkedIn sein oder auch Facebook. Das kann das Anschauen oder das Posten von Videos aus dem Gym, von der Arbeit, von der Uni, von deiner Partnerschaft. Das kann wirklich alles überall sein. Und jetzt denkst du dir so, ja, okay, ich check schon, wovon du redest. So nice, dass du Erkenntnis über deine Motivation in dem Moment hast. Aber ist es überhaupt wichtig oder geht es nicht eher darum, was du ganz praktisch machst? Weil jetzt ganz ehrlich, einen Bibelvers zu posten oder meinen nächsten Karriereschritt, das kann doch nur motivierend sein. Und ich weiß nicht, wer von euch Jesus Image kennt. Das ist eine Gemeinde in den Staaten und Michael Koulianis ist der Pastor. Und von dem habe ich neulich gehört, wenn du nicht das Wort Gottes zu predigen hast, dann hast du gar nichts zu predigen. Deswegen werde ich euch jetzt ein paar Bibelverse vorlesen. Sprüche 4,23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Matthäus 15, Vers 8. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Sprüche 21, 2. Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen, aber der Herr prüft die Herzen. Und Markus 7, Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, the list goes on. Das sind nur ein paar Verse. Und jetzt denkst du, okay, Fiona, verstanden, meine Herzenshaltung, ja, die ist nicht unwichtig, aber wer sagt denn jetzt, dass so ein bisschen Anerkennung, nach der ich mich sehne, oder Abwechslung oder der Wunsch auszubrechen, dass es was Schlechtes ist? So, wir sind Menschen, wir brauchen das, das ist normal, übertreib nicht dein Leben, das ist nur Social Media, chill. So, vielleicht denkt der ein oder andere so. Und auch da will ich euch einfach wieder ein paar Bibelverse mitgeben. Und dieses Mal werde ich die zweimal lesen. Sprüche 29, 25. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Galater 1, Vers 10.
Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Jeremia 17, Vers 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Kolosser 3, 23, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Und ich werde es, wie gesagt, noch ein zweites Mal vorlesen, weil das Wichtigste an dem, was ich euch heute zu sagen habe, ist definitiv, was im Wort Gottes steht, ja? Sprüche 29, 25, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Galater 1, Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Kolosser 3, 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Fazit daraus, wenn wir auf Menschen setzen, um diese Anerkennung oder was auch immer es in dem Moment ist, wonach sich dein Herz sehnt. Ja, wir haben gerade bei Laura auch gesehen, es kann auch einfach Langeweile sein. Dir ist langweilig, du scrollst durch Instagram. Egal, was es ist, was in deinem Herzen in dem Moment ist, wenn du auf Menschen setzt, um das zu füllen, dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo das wegbricht. Weil so, wir wissen alle, wir sind alle nicht perfekt. Ja, ich bin nicht perfekt, keiner von euch ist perfekt. Manche kommen vielleicht nah dran, aber not me. Und es kann immer sein, dass du gerade niemanden um dich herum hast, der dir genau das sagt, was du willst. Oder vielleicht sagt dir die Person das, was du willst, und es ist eigentlich extrem ungesund, weil du müsstest in dem Moment was anderes hören. Oder was ist, wenn dir jemand das komplette Gegenteil von dem gibt, sagt, like, nicht like, kommentiert, ja, also alles auf Social Media gerade bezogen, bricht dann dein Selbstwertgefühl weg? Ist dein, was, also was macht es mit deinem Herzen, wenn du diese Menschen dann nicht in dem Moment hast? Und es wird der Zeitpunkt kommen. Und also ich glaube, worauf ich nicht so krass eingehen muss, ist, dass das Anschauen von einem Video, von einer Story, das wird nicht deinen Lebensumstand ändern. Ja? Also wenn ich mich jetzt nach Freiheit sehne, dann ist die Lösung dafür nicht, dass ich mir 10 Stunden Orca-Videos auf Instagram angucke. Ja? Das führt zu nichts, ganz simpel. Und dann ist es auch egal, ob wir hier von Social Media reden. Ja? Weil ne, vielleicht denkst du wirklich so, ey, es ist nur Social Media. Aber es geht darum, was in deinem Herzen ist. Und Social Media ist ein Output davon, was in dir ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir in dem Ganzen, dass wir mit unserer Herzenshaltung auf Gott schauen, weil er beständig ist und weil er auch weiß, was du brauchst. Er wird dir auch das sagen, was du vielleicht nicht hören willst, aber was du hören musst. Er will, dass wir in erster Linie ihm gefallen wollen und er will unsere Nummer eins sein. Ja, in der Bibel lesen wir davon, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Und ich rede hier nicht von Eifersucht im Sinne von, du hast irgendeinen toxisch kontrollierenden Kerl angelacht, sondern ich rede von einem Gott, der um dein Herz eifert, dem dein Herz so wichtig ist, dass er Nummer eins sein möchte. Und deswegen weiß er, dass niemand diese Stelle so ausfüllen kann wie er selber. So, er hat uns geschaffen. Wer könnte uns besser kennen als der Gott, der uns geschaffen hat? So, wir lesen in seinem Wort, er kannte uns und er hat uns auserwählt, bevor er uns im Mutterleib geformt hat. Das ist, wie krass ist das bitte? Und Alex hat mir tatsächlich heute Morgen noch eine Bibelstelle geschickt und die hat so gut gepasst, deswegen werde ich die jetzt auch noch mit reinbringen. Und ich finde, es ist schon fast wie eine sehr nette, liebe Ohrfeige, aber es ist trotzdem eine kleine Ohrfeige. Und zwar steht die in Johannes 5, Vers 40 bis 44. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Und ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich will keiner von diesen Menschen sein, von denen Jesus da redet. Ich möchte jemand sein, von dem Gott sagen kann, ja, ich weiß, dass sie meine Ehre sucht. Und dazu will ich euch auch herausfordern, lasst uns Leute sein, die den alleinigen Gott suchen, der jeden von euch geschaffen hat. Lasst uns Leute sein, die diesen Gott suchen und sich mit nichts anderem zufrieden geben.
kurz zurück zu Social Media. Was bedeutet das ganz praktisch für euch? Im Prinzip will ich euch einfach nur herausfordern, jeden Einzelnen von euch. Und wenn du dir denkst, Bro, ich benutze gar kein Social Media, ist mir eh alles zu dumm, ich bin viel besser als du, okay, Props an dich, aber also Respekt an dich, aber ne, dann kannst du trotzdem dein Herz hinterfragen. Deswegen frag dich, bevor du irgendwas postest, warum tust du das jetzt? Oder wenn du merkst, du hängst in diesen Beiträgen fest, ja, du scrollst von einem Video zum anderen oder du guckst dir auf, weiß ich nicht, auf WhatsApp den Status, einen Status nach dem anderen an, ja, das geht auch, dann sei reflektiert gegenüber dir selber. Halt kurz inne und frag einfach, ey, warum mache ich das gerade? Und frag Jesus, was er dazu denkt. Leg dein Handy zur Seite, leg dein Laptop, dein iPad, deine Apple Watch, leg alles zur Seite, setz dich hin und frag dich selber und frag Jesus, warum mache ich das gerade? Und ne, Gott kann immer sprechen, auch wenn du nicht fragst, kann er dir trotzdem zeigen, was in deinem Herzen ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wirst du die Antwort darauf nur kriegen, wenn du wirklich bereit bist zu schauen, was in deinem Herzen ist. Nur wenn wir merken, da ist noch ein Problem, da ist irgendwas, dann können wir damit besser umgehen, dann können wir die Lösung dafür bekommen und dann können wir die bessere Variante von Jesus bekommen. Ja, um mal bei meinem Meeresorca-Beispiel zu bleiben, nur wenn ich mich hinsetze und sage, okay, ich gucke mir den ganzen Tag Videos vom Meer an, was ist das Problem damit? Weil irgendwie nimmt mir das ganz schön viel Zeit weg. Und dann Jesus frage, Jesus, warum denkst du, warum gucke ich mir das die ganze Zeit an? Und nur wenn er mir sagt und ich bereit bin zu reflektieren, Fiona, das ist, weil du dich nach Freiheit sehnst, weil du dich nach Abenteuer sehnst, weil du dich nach dies und jenem sehnst, nur dann kann ich ihn fragen, okay, und was hast du für mich? Was hast du für eine bessere Alternative für mich, als mir den ganzen Tag diese Videos, ich übertreibe, ja? Nicht, dass ihr denkt, ich gucke nur den ganzen Tag diese Videos. Aber was hast du für mich, was die bessere Alternative ist, als nur da zu chillen? Und zum Abschluss will ich euch einfach nochmal sagen, der Umkehrschluss soll jetzt nicht sein, dass ihr mit so einer weirden mit so einer komischen Leistungsmentalität hier rausgeht. So euer Herz soll jetzt nicht denken, ah ja, ich mache das hier für Gott und ich kann mir jetzt was damit verdienen oder Gott irgendwie das beweisen oder ja, ich werde jetzt ein richtig guter Christ und so. Das ist gar nicht das, wovon ich hier rede, sondern ich will wirklich den Fokus auf die Motivation der Liebe legen. Und jetzt kommt ein Frauenklischee, ich hoffe, niemand fühlt sich angegriffen, ja, aber ich erfülle das Klischee auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es so ist, das ist wirklich Klassiker. Du willst nicht, dass dein Kerl dir Blumen kauft, weil man ist halt ein guter Freund, man muss Blumen kaufen, sondern du willst, dass er dir Blumen schenkt. Also ich will nicht, dass er denkt, oh ja, gute Freunde, die müssen das halt machen, ich muss jetzt Blumen kaufen oder guter Ehemann, ja, für die euch verheiratet sind, das muss ich jetzt machen, sondern du willst ja, dass er sagt, ich weiß leider nicht, was das männliche Äquivalent dazu ist, deswegen bleibe ich beim Frauenbeispiel. Du willst, dass er sagt, oh, ich liebe diese Frau so krass, ich weiß, sie mag Blumen, ich weiß, sie liebt die Farbe Pink und deswegen werde ich dieser Frau rosane Blumen kaufen. Das wünschen wir uns. Und warum ziehe ich diesen Ehevergleich, warum ziehe ich diesen Liebesbeweis oder diesen Liebesvergleich? So, Jesus spricht von sich selber in seinem Wort als der Bräutigam und von uns als Braut. Ja, das heißt, er vergleicht uns mit dieser krassen Liebesbeziehung, mit dieser Ehe, mit dieser Entscheidung füreinander und mit Intimität. Ist jetzt so, hat die gerade Intimität gesagt? Ich meine damit eine Herz-zu-Herz-Verbindung, dass ich dich so gut kenne, dass du mich so gut kennst, dass unsere Herzen miteinander verbunden sind. So, das ist Ehe für mich oder etwas von Ehe für mich. Und darum geht es mir, diese krasse Intimität. Und ich denke, die meisten von euch kennen Jesus, spielt irgendwie Rallye-Unterricht, 7. Klasse, du wirst seinen Namen zumindest gehört haben. Aber meine Frage ist, hast du ihn erlebt? Du kannst seine Stimme hören. Ich weiß nicht, wer von euch das weiß, dass du seine Stimme hören kannst. Ja, wenn ich von erzählt habe, er hat mir gesagt oder er hat mich gefragt oder dies und jenes, er hat mich daran erinnert. Jeder von euch kann seine Stimme hören. Und Auswirkungen von ihm in seinem Leben, und das ist keine abschließende Liste, das ist nur eine Teilaufzählung, das ist eine Freude, das ist eine Leichtigkeit, ein Frieden, eine innere Ruhe, der nichts anderes gleichkommt. Und ich weiß, ja, ich bin noch nicht alt, ich werde 24 demnächst, ist jetzt nicht so, als hätte ich, keine Ahnung, schon 3 Leben gelebt, aber ich habe nichts in meinem Leben erlebt, was der Gegenwart von Jesus in meinem Herzen nahe kommt. Und wenn du das nicht kennst, entweder du kennst das gar nicht, und du denkst dir, Junge, die Frau,
Labert einen Schwachsinn, wovon redet die überhaupt? Das kann dein Mindset sein. Oder du denkst, ja, okay, ich habe schon mal irgendwie ein bisschen verstanden, ein bisschen was erlebt. Ich glaube, ich habe auch schon mal seine Stimme gehört, aber ich will mehr davon. Dann will ich dich herausfordern, frag ihn heute, frag ihn nach mehr von diesen Begegnungen, dass er wirklich deinem Herzen begegnet, dass du diesen Vergleich von Ehe, wenn er von uns, also ne, wir als Gemeinde, als die, die ihm nachfolgen und sich selber, wenn er als Ehepaar von uns spricht, dann frag ihn danach, dass du das erleben willst, dass du erleben willst, wie es ist, seine Stimme zu hören. Und ich sag dir, geh nicht weg, bis du es erlebt hast. Weil es ist das Beste und es ist das Schönste, Jesus zu erleben. Und wenn du ihn mehr erlebst und wenn dein Herz immer näher zu seinem wird, dann wird es immer mehr Sinn für dich machen, dass sich das auf dein ganzes Leben auswirkt. Er möchte, dass wir in allem, wirklich in allem, Leute, und es ist so egal, was für ein Punkt das ist, in allem aus diesem Herzen, das ihn kennt, heraushandeln. Und ein Herz, was ihn kennt, das hat Überfluss. Wir lesen in der Bibel davon, dass dieses Herz im Überfluss ist. Du hast genug. Ich sage nicht, es ist immer easy und ich sage nicht, dass du niemals Probleme hast und so weiter. Aber du hast eine ganz andere Haltung, aus der du heraushandelst. Und dann wird es vielleicht für dich auch Sinn machen, dass sich das auch auf Social Media auswirkt. War jetzt stark, oder? Dass ich mit Social Media wieder abgeschlossen habe. Ja, das ist einfach, was ich euch sagen will. Kurzes Fazit, setz dich hin, frag Jesus, frag dich selber, sei reflektiert. Warum poste ich, was ich poste? Warum gucke ich mir das an? Was hat Jesus für eine Alternative für mich? Er hat was Besseres für dich. Und frag ihn nach mehr, frag ihn nach mehr von seiner Stimme, dass du sein Herz näher kennenlernen willst und er wird es dir geben. Und ja, dafür will ich jetzt auch einfach noch beten. Wenn du aufstehen willst, steh auf. Wenn du sitzen bleiben willst, bleib sitzen. Du kannst dich auch hinlegen, mach, was du willst. Aber ich möchte einfach noch beten. Genau. Und bete im Herzen einfach mit mir. Sag nicht, ich mache das heute Abend, ich mache das morgen, wenn ich mal einen ruhigen Moment habe. Fang jetzt an. Fordere wirklich diese Begegnung mit Gott, mit dem einzig wahren, mit dem alleinigen Gott. Forder es heute ein. Schieb's nicht auf. Ich schiebe zu viele Sachen auf, das ist nicht gut. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass du redest, dass du erlebbar bist. Herr, ich danke dir, dass wir die Möglichkeit hier haben, einfach über dich zu sprechen in aller Freiheit. Und ich bete wirklich, dass du jetzt kommst und dass du an Herzen anklopfst. Dass Herzen wirklich anfangen jetzt zu klopfen, weil sie deine Gegenwart spüren, weil sie spüren, dass du was zu sagen hast, dass du näher zu ihnen kommen willst, dass du mehr diese Beziehung, mehr diese Liebesbeziehung zu ihnen bauen willst. Jesus, ich bete, dass Menschen heute wirklich mit einer Begegnung mit dir rausgehen, dass es nicht das Nächste ist, was sie einfach gehört haben und ja, cool, Motivationsrede, nice, sondern dass es wirklich was ist, was Veränderung bringt, Veränderung zum Guten und Veränderung zu dir näher hin. Jesus, beweg du einfach die Menschen, rede jetzt zu den Menschen, Herr, denn ich weiß, du hast was zu sagen. Und ich danke dir, dass du redest, ich danke dir, dass du liebst und dass eine Begegnung mit dir ganze Leben verändert, Jesus. Amen.